Ciao, Jungs. Ciao. Alles klar. Ciao. Also, heute gehen wir bräteln. Wir brauchen dafür zuerst das Material aus dem Matron. Okay. Also, zum Bräteln suchen wir jetzt Material. Wir brauchen ein Bieli, zwei Sagen, zwei Kessel und wenn ihr gerade noch eine Lampe findet, wäre das auch gut. Okay. Also, los. Hey, schau mal, was ich gefunden habe. Was ist denn das? Vielleicht ein Brief. Also, lies vor. Liebe Jublaner, vor 50 Jahren bin ich wie hier auch in die Jubla gegangen. Ich habe ganz tolle Abenteuer erlebt. Wir haben zusammen gelacht, gespielt und am Lagerfeuer gesungen. Wir sind auf Wanderungen, haben Geländespiel gemacht und auf dem Feuer gekocht. Manchmal haben wir auch ein bisschen seich gemacht. Vor allem die Lager waren die Hammer. Daran erinnere ich mich auch heute noch sehr gerne. Es waren die besten Jahre in meinem Leben. Aber irgendwann war es auch für mich Zeit, ein Wort zum Gehen. Jahre danach habe ich mich noch an eine Geschichte von meinem Leiter erinnert. Sie haben von einem mysteriösen Schatz erzählt, der vor Jahren ein Jubilaner versteckt hat. Zu dem Schatz gibt es viele Geschichten. Aber keiner weiß genau, wo er ist. Es haben sich schon mehrere auf die Suche gemacht, aber noch niemand hat Erfolg gehabt. Als mir die Geschichte im Sinn gekommen ist, hat mich die Abenteuerlust wieder gepackt. Darum habe ich mich auf die Socken gemacht und bin los in die weite Welt. Die Weise hat mich zu allen Kontinenten und zu den verschiedenen Kulturen geführt. Ich habe ganz tolle Erfahrungen gemacht und viele liebe Leute kennengelernt. Nach langer Suche musste ich mein Ziel aufgeben. Langsam bin ich für das Abenteuer bezahlt und habe keine Kraft mehr, weiterzusuchen. Mein Wissen und all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wollte ich weitergeben. Darum schreibe ich jetzt den Brief an euch, in der Hoffnung, dass ihr meine Suche weiterführt und den Schatz findet. Ich habe euch auf meiner ganzen Reise Einweise hinterlassen. Wenn ihr meine Rätsel lösen könnt, weiss ich, dass ihr die Richtigen sind für die schwierige Vision. Ich glaube daran, dass ihr das könnt und hoffe, dass ihr den Jubelschatz findet und meine Anstrengungen nicht für nichts sind. Liebe Grüße, Joe. Wow, so toll! Gehen wir den Schatz suchen. Begeben wir uns auf Weltreise. Ja, das klingt gut, aber wir sind doch fast ein bisschen wenig. Stimmt schon. Ich schlage das glaube mal in der Leiterrunde vor. Okay. Ja. Hey, wir haben im Matraum einen mysteriösen Brief gefunden. Dort drinnen geht es um einen Schatz, den wir suchen könnten. Ein ehemaliger Jublaner, der Joe, hat uns noch Hinweise hinterlassen. Hättet ihr eine Idee, wie wir das machen könnten? Ja, wir haben ja ganz viele Kinder, die uns helfen könnten. Aber brauchen wir für so eine Weltreise nicht auch etwas Vorbereitung? Doch, kann mich an die Vorbereitung auch im Philo treffen. Wer ist dafür? Ja! Also abgemacht, Vorbereitungen machen wir im Fila vom 3. bis zum 5. Juni. Und kommt alle Kinder, wir brauchen eure Hilfe.